Ich bin einer von 27 Arbeitsministern der Europäischen Union. Ich hocke mit den anderen zusammen. Und die sagen, ja, ja, ihr Deutschen habt Probleme. Aber eure hätten wir gern. Wenn es dieses Land nicht packt, mit all den Möglichkeiten, die wir haben, welches dann auf der Welt? Ein Drittel der jungen Menschen in Thüringen sind von Armut betroffen. Das betrifft insbesondere den Osten überall so. Das liegt sicherlich daran, dass wir geringere Löhne hier nur bekommen. Aber vor allem liegt es auch an den geringeren Startchancen. Wie denken Sie in der Bundesregierung über das Thema Umverteilung nach? Wir reden ja nicht nur darüber, dass wir Geld verteilen, sondern Lebenschancen. Und das fängt mit der Frage an, ob man überhaupt einen Zugang zum Ausbildungsmarkt hat. Deshalb war für mich sehr, sehr wichtig, dass wir letzte Woche auch ein Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen haben. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben 1,6 Millionen Menschen ohne jede Ausbildung in diesem Land zwischen 20 und 29. Ich bin sehr dafür, dass wir ganz früh Berufsorientierung machen. Und wir brauchen nicht nur theoretischen Unterricht, wir brauchen auch praktische Erfahrungen. Ich möchte gerne wissen, wann in Deutschland für die Privatwirtschaft eine Verpflichtung kommt, barrierefreie Zugänge zu schaffen. Das betrifft besonders kulturelle Einrichtungen, aber auch Arztpraxen. Barrierefreiheit ist eine Frage von Mobilität bis hin zur digitalen Barrierefreiheit. Es gibt eine Bundesinitiative Barrierefreiheit. Da habe ich verschiedene Ministerien mal zusammengeführt, weil das ist nicht nur Arbeit und Soziales, es ist auch Verkehr, es ist aber auch Gesundheit. Und wir versuchen in dieser Bundesinitiative Inklusivität mal breiter zu denken. Ich hatte eine wirklich weite Anreise und bisher bereue ich es nicht, hierher gekommen zu sein und finde den Austausch sehr spannend, eben auch mal mit anderen Menschen, nicht nur immer im direkten Team und natürlich auch mit Herrn Heil. Es ist enorm wichtig, in einen Dialog zu gehen, gerade weil die Altersunterschiede sehr groß sind, weil die Erfahrungen der Einzelnen sehr groß sind. Meine Sorge ist, dass wir eine junge Generation haben, die Wohngeld und Kindergeldzuschlag und Sozialleistungen bekommen. Aber wenn Sie in Rente gehen, sind Sie genauso wieder eine DDR-Generation wie wir. Ist es dann zu spitz formuliert zu sagen, mit Wohngeld und jetzt auch Kindergrundsicherung subventioniert man sogar noch niedrige Löhne? Darf ich einen Deal anbieten? Mehr Tarifverträge, weniger Gesetze. Wenn wir jetzt in den nächsten Jahren erleben, dass sich wahnsinnig viel zusammenballt, und Sie haben ja ein paar Punkte genannt, dann wird der Ruf nach dem Staat, Dinge auch im sozialen Arbeitsbereich zu regulieren, immer, immer größer. Ich möchte keine Frage stellen, ich möchte einfach Danke sagen für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Sie vor 2 Jahren durchgekämpft haben. Und ja, dieses Gesetz verursacht Bürokratie für die Unternehmen. Aber dieses Gesetz schützt kleine Hände unter anderem, das schützt Kinder und Sklavenarbeiter und Arbeiterinnen. Als Ärztin bin ich natürlich auch Mangelware, aber die Pflege, das ist noch viel prekärer. Gibt es da etwas Spezielles für diese Berufsgruppe? Ich mache es am Beispiel Brasilien. Wir dürfen Pflegekräfte gewinnen. Warum? Weil die im Schnitt eine jüngere Bevölkerung haben und dort in einzelnen Landesteilen auch Pflegekräfte trotz einer Ausbildung arbeitslos sind. Deshalb geht es um faire Migration. Max Frisch hat mal gesagt, es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Aber kriegen wir es eigentlich hin, das Pflegeproblem nur mit Zuwanderung zu lösen? Die Antwort ist nein. Die Wahrheit ist, es hat auch was mit Arbeits- und Lohnbedingungen zu tun, mit Wertschätzung für den Beruf. Es ist ja nicht nur so, dass wir junge Leute gewinnen müssen, sondern dass wir Leute halten müssen. Wir brauchen eine realistische Zuversicht, dass wir die Dinge hinbekommen. Und ich werbe dafür, dass wir die nicht aufgeben. Wir haben immer noch alle Möglichkeiten, die Dinge hinzukriegen, auch bei der Fachkräftesicherung. Dass sie gekommen sind, weil sie ein Anliegen haben, die Dinge aus ihrem praktischen Lebensalltag oder ihrer Profession besser machen zu wollen und dass sie das ein bisschen mit mir geteilt haben, dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Das hat mir sehr viel Mut gemacht. Dafür Ihnen ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.